Es wird ertrinken, Otter. Ja, genau, treib's zu mir. Schwimmen zum Bämbelchen, komm, schwimmen zum Bämbelchen. Hm. 50% hat's geklappt. Es ist geschwommen, also jetzt aber jetzt kommst du dir. Es ist geschwommen, aber keiner weiß wohin. Nee, jetzt doch nicht. Ein Seeree. Ein Seeree. Ist das sowas ähnlich wie Siri und nur früher oder? Oh nein, den brauche ich nicht abschießen. Der hat mir gerade einen Sub geschenkt, den muss ich nicht abschießen. Ein bisschen vom Ufer weg und dann kommt's zurück. So schleimt er sich immer ein. Machen weg. Alles klar. Gezahlt. Ja, aber vielleicht zahlt er das nächste Mal nochmal. Du weißt, wie im öffentlichen Nahverkehr, da musst du auch pro Fahrt zahlen. Ich wohne auf einem Kaff. Bei uns gibt's sowas nicht. Zahlen? Im Osten. Zahlt oder sowohl öffentlicher Nahverkehr oder so? Sowohl als auch. Wir bezahlen nicht und haben keinen öffentlichen Nahverkehr. Verstehe. Richtig. Wenn wir öffentlichen Nahverkehr haben, dann ist das mit der Nachbarin und das ist wieder ein anderes Thema. Warum ist das öffentlich? Und warum zahlt ihr da nicht? Weil wir auf dem Dorf leben. Da ist alles öffentlich. Okay. Jeder darf mal da. Bei so manch einer hat man das Gefühl, ja. Aber gut. Lass das mal Bienen in Ruhe. Du bist so tot das nächste Mal. Also wie immer. Du bist der toteste aller toten Otterse. Bleibst du stehen, du blöde Schwein, oder kommst du mal zu mir oder was auch immer? Ja. Dann ersteche ich dich halt, wenn ich dich nicht erschießen kann. Aber den Stein hätte ich schon dreimal erschossen. Splitterschwein, Splitterschwein. Ja, Bögen 8. Ich mag das. Bald müsste ich auch genügend Zeug zusammen haben für eine Hose. Oder eine Mütze, je nachdem, was ich brauche. Zuerst bitte die Hose. Oh, wir hatten Kohle hergestellt hier. Herzlichen Glückwunsch. Das letzte Essen ist immer für die Kohle. Also vielleicht nochmal hier, auch Service Street und so. Man steckt das Fleisch zwei Stückchen da drauf, wartet Ewigkeiten und dann... Beschreibt man ein Bild damit. Und dann hat man Essen. Oder man kann halt durchs Gemüse bauen. Und verstreckt die Rations. Komm zu Papa. Das Ganze nochmal sichtbarer zu machen, machen wir das mal hier. Ja, okay. Ein Zweier-Reh. Kein Wunder, dass mich das wittert, mich schleicht Noob. Du stinkst. Gar nicht wahr, ich habe gestern irgendwann mal im Fluss gebadet. Mit Klamotten. Brauche ich? Leder? Oh. Oder hast du jetzt deinen Bogen alles? Den habe ich, ja. Brauche ich denn für mein Holzschild? Da rennt schon wieder einer durch die Gegend. Das war das Haus gelootet, das ich looten wollte. Lootception. Loot-Dieb. Was? Lebt doch noch. And now everything is loot. Ich hab dir die Monster vom Hals und du bezeichnest mich als Dieb. Was ist denn los mit dem? Ja, so ist unser Otar. Eieiei. Ich bin doch Ewigkeiten gar nicht bei dir und ich rede mit Sat. Abgesehen davon, in dem Haus war nichts drin. Ach so. Aber dafür hast du meinen Reh getötet, was ich töten wollte. Oder du hast es zumindest verjagt. Für dich tue ich doch alles.
So, dann könnte ich mal das nach war mir klar. Gucken, wie es da weitergeht. Ich war einst Astrid. Aha. Schildweit des Waldes. Erzähl mehr. Ich bin schon wieder weiter. Das ist ja die Lebensgeschichte von anderen Leuten, interessiert mich eigentlich jetzt nicht so. Oh, ich habe ein Dorf gefunden. Das ist unser nettes Zeichen an dich, dass du umziehen musst. Naja, hier sind immerhin drei Hütchen, also von daher. Es gibt ein paar Himbeeren. Keine Pyramiden? Nö. Das ist ja ein unterentwickeltes Volk. Aber sie haben Türen. Das beweist, ja, dass sie sehr fortschrittlich sind. Was will man dann ohne Pyramiden mit einer Tür? Das weiß ich noch nicht, aber ich find's raus. Aber sie haben Tausende von Fackeln. Wenn ich meine Tausende, meine ich Tausende. Oh, es sind sogar vier Hütchen. Oh, und mit Bienen. Mit Bienen ist immer gut. So, jetzt sind es keine Bienen mehr. Hier rennt etwas. Oh, ein Gerüppe. Komm her. Hier, komm zu mir. Skeleton. Hallo, hier. Das Bett sieht sogar noch gut aus. Hat er mir Knochen gelassen? Ja. Davon brauchen wir noch ein paar. Weil aus diesen Knochen können wir dann den Knüppel aufrüsten und dann. Warum geht die Knüppelei wesentlich leichter? Was ist ein großer Blauer? Okay. Gut, ich gehe genau in die andere Richtung. Alles du sollst nicht in den Wald rotzen. Oder habe ich das jetzt falsch interpretiert? Nee, er sagte nicht grüner, er sagte blauer. Oh, stimmt. Jetzt mit. Ist das nicht eine schöne Lichtung? Wie bezeichnest du meine Glatze? Ja, du brauchst ja bloß den Bart hochkämmen. Oh, da steht noch ein Hütchen. Ja, der Sati hat die Biene verprügelt. Einzeln mit dem Knüppelbiene. Wenn du ihn beschimpfen willst, Ausrufezeichen Sati, draufklicken bist du in seinem Channel und dann kannst du ihm gleich zusehen, wie ihr Schweine verfehlt. Weil er denkt, die Schweine sind im Weltall. Bei mir ist hier gerade so gar nichts. Ach, hier ist ein Gehege. Habt ihr schon mal Schweine gezähmt übrigens? Nein, noch nicht. Der Klitke hatte heute eins fast gezähmt. Dann hat er es gegessen. Mit Karotten zähmen, oder? Nee, mit Pilzen. Ah, dafür sind die gut, okay. Schweine mit Pilzen, okay. Hieß es nicht Wurzelgemüse? Also ich esse meine Schweine immer mit Pilzen. Na, man findet ja auch Karottensamen. Ja, ja, genau. Aber es ging mit Pilzen auch. Also es okay. Es soll wohl mit allen Früchten gehen. Also okay. Bären wollte er bisher nicht, das habe ich mal probiert. Oder ich war zu blöd. Ich brauche immer noch Reh. Du musst ihm die hinschmeißen und er muss sie fressen. Ja, dann versuchen wir das doch mal beim nächsten Schwein. Hier war noch keiner. Juhu! Ja, das mit dem Hinschmeißen habe ich, also ich habe es mal gegeben versucht, das hat nicht funktioniert. Hingeschmissen habe ich es auch, aber das hat auch nicht geklappt, aber gut. Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Glückssache. Bei Life is Freudel steckt man die Idee in den Po. Seems legit. Ich meine, ich wäre auch ganz zahm, dachte ich so. So. Da müsste Frau Knuddelkuh da fragen. Steckt die sich auch gerne in den Po? Da hat der Pilze. Nein, die steckt den Tieren die Dinger so. Plopp. Ja, komm, friss es. Nicht drüber kacken. Fressen. Oh, Dunkelwald. Schimpfbesuch. Hallo, Knuddel. Also im. Alles gut hier. Im Süden gibt es auch einen dunklen Wald. Oh, ja, ja, der ist wahrscheinlich sehr. Allround. Bin mal hier so. Getränke bekommen. Ah, Getränke.
Oh, hier ist ein blauer. Klitke! Da. Und Schaman, ich muss weg. Geht das hab schon? Hab den Bolt schon mal gelegt? Mehrfach, ja. Du rufst laut Klitke und dann rennst du weg. Das ist die wichtigste Funktion. Also mit einem Pfeil im Hintern sind die Schweine ganz zahm. Auf gut Deutsch, du brauchst für die Trolle brauchst du Feuerpfeile. Und dann Attacke. Feuerpfeile kann ich machen. Feuerpfeile, zwei, drei Leute, dann geht das eigentlich. Ja, vermutlich. Ah, hier ist noch so ein Unterstand. Was sehe ich da? Ich hab noch ein Vorkommen gefunden. Was hast du gefunden? Opa, riesig. Die sind eigentlich relativ easy zu finden. Das Problem ist, dass sie so groß sind, dass du meistens drauf drüber rennst. Ja, und wenn du drauf rumklopfst, kommen große blaue. Nicht immer. Manchmal kommen auch kleine, fiese Schamanen. So wie bei uns letztens. Ja, nicht, wenn der Spawner direkt daneben hängt. Du die eine Gruppe fertig machst und die nächste spawnen. Ja, da sollte man vorher gucken. Ja, sollte man. Genau. Sollte man vorher. Vorher. Also, wenn man die ersten dreimal gestorben ist, zählt noch als vorher. Ja. Weil seid auf jeden Fall. Was? Was? Ja, Sati, ich treib hier Rehe zu dir. Guck mal, vielleicht siehst du es so. Ich nehm die Viecher, die hier gerade sowieso da sind, also. Na, Mist. Ich bin sehr einsam hier im Wald, also nicht, dass er mich als Reh betrachtet. Das Problem ist, dass die rumrennenden Viecher, die treffe ich so schlecht. Wobei, ich habe jetzt Hosen an, also die behaarten Beine seht ihr schon mal nicht mehr so. Ja, ich würde mir demnächst auch Hosen machen. Ich habe mir welche aus dem Schrank genommen, da hat jemand netterweise welche hingelegt. Waren bestimmt noch Iberien gewaschen. Ich habe sie desinfiziert, oder wie das heißt. Weißt du, meinst du erstmal reingepupst? Ja, das reicht als... Ja, das war hart. Das reicht auf jeden Fall. Tötet alles ab. Ja. Herstellung. Brauchen zuerst das da. Dazu brauchen wir Holz. Es wird übrigens dunkel. Ja. Das hast du gut erkannt. Für die Leute, die daheim schlafen möchten. Oder? Möchte, aber ich will erst die Kiste looten, die hier ist. Oh, hier ist eine leere Kiste. Ob hier schon jemand gewesen ist? Und ich höre Bienen. Oh, endlich Reh. Okay, es reicht noch nicht, das Holz. Wieder das Leuchte in dem schwarzen Wald? Ja. Was ist das? Ein Spawner. Draufhauen, dann geht er kaputt. Na komm, fall um. Das ist dieses komische Peilding, was ich letztens gefragt habe, ob man das kaputt kriegt. Ah, sehr schön. Eine Bienenkönigin. Die brauchen wir irgendwie, glaube ich. Jo. Kannst du, glaube ich, selber anpflanzen, ne? Ja, kannst du Bienchen anzüchten. Du kannst selber Bienen pflanzen, genau so. Schön in den Boden stecken, wächst ein Bienenstrauch. Ja. Aber Bienen züchten ist gefährlich. Ich denke, vor das Wohl, ja. Wieso ist hier ein Skelett mitten im Wald? Autsch! Wieso haut mich das Skelett mitten im Wald? Was sie verdient haben. Das dürft die. Na gut, das ist natürlich ein Argument. Wieso rennt der Metkrugmann einfach vorbei, wenn ich sterbe? Ja, weil er es kann? Ja, offensichtlich. Kann doch auch nichts machen. Könntest du ihn auslachen oder so? Ja, zumindest das hättest du machen können. Das Jagen von Wild mit einer Distanzwaffe. Oh shit. So. Weg hier! Das weg! Hat sich hier gelohnt. Ah, da kommt der Wildkugmann. Und das Skelett. Nein, renn doch nicht hinter mir her, du dummes Skelett. Wir müssen nach da. Okay. Dann hauen wir jetzt mal auch ab. Es ist 2 Meter oder 3 Meter hoch. Und blau? Ja. Keks hat gerade den Troll getroffen.
Liebe Grüße. Ich hab Grüße von meinem Sitziger. Ja, an den Troll. An den Troll. Ich kenne ein bisschen. Und den großen Blauen grüßt du nicht, oder was? Kann mal jemand die Heimat? Ach da. Okay. So, wo ist dieses blöde Skelett jetzt? Ich rennt hinter mir her, ich bin am Haus. Ah, okay. Weil ich dachte zwischenzeitlich, es rennt wieder hinter mir her. Nee, ich hab's abgelenkt. Skelette sind doch was Feines. Ja, wie ein Knochen. Kann man nicht genug von wieder hoch zu dir. Jo, das hatte ich gehofft. So, wann Rache ist Blutwurst. So. Nice. Wo ist denn der Hirsch jetzt? So. Oh, ein böser. Böser Schwein. Ein böser, böser Schwein. Ihr seid schon alle da. Ich versuch's auch mal vorbei zu gucken. Wenn's euch einrichten lässt. So. Ich geb dir mal ein bisschen Fleisch. Viel Spaß beim Kochen. Hm. Kohle wird produziert bei 3. Das war jetzt sehr kontraproduktiv. Oh, ich sehe Feuer und eine Pyramide. Ja. Jetzt weißt du, warum ich sie gebaut habe. Man findet sie immer wieder. Ich hätte obendrauf vielleicht noch ein Stück irgendwas Brennbares machen sollen. Nimmst du das Fleisch noch ab, bevor wir schlafen? Ja, ich muss nur Zeug wegtun. Das dauert bei mir so noch ein bisschen, bis ich hier fertig bin. Ich habe ihn gerade vollgestopft mit Fleisch. Warum legst du jetzt wieder was drauf? Dann geht's wieder nicht mit schlafen. Ja, weil ich so viel Fleisch habe, dass ich braten muss. Ja. Hat der Chef gesagt. Ja, aber dann kann man doch nicht schlafen, dann ist es wieder so dunkel. Der 79er wird der Geruch, oder? Ich mach's, ich lasse es hier noch putzeln und dann bin ich fertig. So, für stimmt, euch, stimmt. Lederhosen. Juhu! So. Macht doch mal das Türchen zu. So. Ich brauche jetzt noch mal ein bisschen was davon. So ein Ding. Oh, habe Schild. Und das da kommt da rein. So. Wie man sieht, die Abluft funktioniert nicht. Doch, der Qualm bleibt oben. Wenn du zu groß bist, selber schuld. Ich kann dir gerne mal ein Stück an den Beinen abschneiden, dann kommst du nicht mehr in den Qualm rein. Drei von fünf kriegen mit, dass es Nacht ist. Das nach nur 2,5, 30 Stunden. Wewe Blacky, ich hoffe, du hast gute Getränke mitgebracht.